Das muss Drakes Turm sein. Gehen wir da also mal hin. Ich muss hier rein, ne? Ja, ich muss hier rein. Und wieder gefailt. Manchmal bin ich. Ich bin einfach so, manchmal so bin ich. Oh, super. Genau, was ich brauchte. Eigentlich nicht. Ich frage mich nur, wie ich da wieder hinkomme. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen? Wahrscheinlich. Ich gehe einfach den ganzen Weg nochmal zurück. Nochmal. Von vorne nach hinten. Das kann nützlich sein. Ich nehme lieber doch die Mikro. Das ist eine gute Frage, wo ich hin muss. Los geht's. Das tut morgen weh. Ja, das tut morgen weh.
Ne, da bin ich auch mal hergekommen, ne? Okay, gehen wir nochmal. Ich stehe mal wieder auf dem Holzweg. Wie es öfter bei mir schon mal der Fall ist. Obwohl es wahrscheinlich die Lösung ist ganz einfach bestimmt, ne? Aber. Lösung ist bestimmt ganz einfach. Wir müssen auf diesen Turm, das ist klar. Das ist, denke ich, uns allen klar. Okay, diese Passatwinde oder was das auch immer sind, das ist ein wenig creepy. Wieso bin ich nicht vorher drauf gekommen? Wieso bin ich nicht vorher drauf gekommen? Wo kann sie sein? Ich bin daneben gesprungen. Und weiter geht's. Ja, wieso kann er sich da nicht festhalten? Das ist die gute Frage. Natürlich. Da
Das war bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Oh. Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Scheiße. Nein! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja, ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein, Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Burgor! Epatan, mach die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Hey, Drake! Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen! Und es kommt nichts dabei herum! Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, wo Capito? Festhalten! Hinterher! Ich habe los, sie! Los! Da. Du! Lass sie nicht entkommen! Was gibt's denn? Irgendeine Ahnung, wo es langgeht? Nein! Da kommt sie! Sehr schön. Sehr schön. Oh.
Boden! Links! So easy. Nein. Oh Mist! Ich sagte, Vorsicht, Klippe! Alles klar da hinten? Ja. Vorsicht! Oh mein Gott. Bam! Treffer und Treffer und... Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt! Was? Komm schon! Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die... Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt! Eddie, entspann dich, Kumpel! Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte! Festhalten. Na gut, du hast mich, das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo.